Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kauerstudio live aus dem Erlacher Hof am Berner Digitaltag. Über 100 Referentinnen und Referenten sind heute im Haus zu über 60 Programmpunkten rund um Digitalisierung und das digitale Leben, die digitale Herausforderung. Und die Herausforderung ist tatsächlich mein nächstes Thema. Da geht es nämlich um das Thema Social Media, aber auch um das unschöne Thema vom Hass, der in diesen sozialen Kanälen existiert, immer wie mehr. Der eine oder andere wird auch schon konfrontiert worden sein, entweder direkt oder indirekt, mit Debatten aus dem Ufer laufen, Hasspredigten, die über Personen abgeladen werden. Es geht her bis zu Mobbing, Cybermobbing, sagt man dem auch. Also das ist keine Spielerei und kein Jux, sondern das ist ein ernstes Thema, wo wir darüber müssen diskutieren. Und das mache ich sehr gerne, und zwar mit der Katrin Bertschi, Nationalrätin und Co-Präsidentin von Allianz F. Guten Morgen hier im Studio. Guten Morgen. Ja, ich habe es gesehen, Hass auf Social Media, es, ja, ich muss schon fast sagen, ein alltägliches Erlebnis, das man inzwischen hat, wahrscheinlich auch als aktive Politikerin, eventuell etwas, wo man noch ein bisschen mehr ausgesetzt ist als zum Teil Privatpersonen. Es sind vielfach Diskussionen, die am Ufer laufen. Ich sage dem immer, es ist so ein der Stand, für mich ist es so ein der frühere Stammtisch, wo man poltert. Und das Ganze tut man jetzt ins Netz verlagern, und zwar aber mit einer Kässigkeit, wo eigentlich so sonst im direkten Austausch mit dem Menschen eigentlich nicht stattgefunden hat. Es hat mehrere Dimensionen. Es sind ja, zum einen sind es vielleicht Diskussionen, die kässig verlaufen. Wir sagen dann wie toxische Sprache. Das ist wie das eine und das andere sind ja wie die gezielten Beleidigungen, die gezielten Abwertungen, die gegenüber einer Person stattfinden. Und was einfach der Unterschied ist zu vielleicht einem früheren oder einem üblichen oder einem bekannten Stammtisch gepoltert. Dort gibt es immer noch, das sind Leute, die kennen sich. Es gibt eine soziale Kontrolle, es gibt jemanden, wo man selbst bei jemandem poltert oder gezielt Hass wird, verbreitet, gibt es Leute, die die Person kennen, das hat eine soziale Kontrolle. Und das Phänomen des Hate Speech ist ein anderes. Es gibt die soziale Kontrolle nicht. Und es hat halt eben die Dimension von Mitlesenden. Und das ist das, was nachher relevant ist jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive, dass es eben nicht nur zwei Personen oder wenige Personen betrifft, sondern es hat die Dimension, dass es eine Gesellschaft eigentlich in ihren Kernwerten vor der Demokratie, vor der Meinungsäußerungsfreiheit kann destabilisieren. Dass es einfach so viele Leute hat, die mitlesen, die sich beeinflussen lassen, die denken, okay, das ist gang und gäbe, die Art von Sprache, die kann man anwenden, die ist offensichtlich, ja, wird die akzeptiert. Und gerade auf Jugendliche, die noch ja, in ihrer Entwicklungsphase sind, was soziale Kompetenzen anbelangt, was sich gehört und was nicht, wie Respekt geht, kann das sehr beeinflussend sein. Aber es ist ja schon lustig, dass, wenn man sich nicht face-to-face begegnet, in der realen Welt, man plötzlich alle Schranken vom guten Anstand, dass die relativ schnell gehen, offenbar. Das ist etwas, das man beobachtet. Und es gibt aber Studien, die zeigen, es ist gar nicht unbedingt nicht die Anonymität, die es ausmacht, sondern die Leute, die verbreiten Hass so unter ihrem Klarnamen. Einfach, ja, weil die soziale Distanz vorhanden ist und weil es offensichtlich ist üblich geworden, dass man solche Beleidigungen ins Maul nehmen kann. Aber es gibt Leute, die mit dem realen Namen zum Beispiel fungieren, hat das so damit zu tun, dass sie denken, so, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, tatsächlich meine Meinung zu sagen, die ich vielleicht im realen Leben nicht wage. Jetzt hole ich mal da innen auf den Tisch und lasse mal so richtig Dampf ab, für dort ein Zeichen zu setzen. Man weiss sehr wenig darüber, oder? Wer die Täter sind. Oder wer die Leute sind, die gezielt Hass verbreiten. Es gibt wenige Studien bisher. Wir sind beispielsweise dran mit Stop Hate Speech von der Allianz F. Das ist ein Präventionsprojekt, wo wir gezielten Algorithmus entwickeln, wo das alles, also all den Hass findet. Nicht nur auf Social Media, sondern vor allem auf Plattformen, Online-Newsportale, wo das wie zurückspielt an eine Plattform und wo man auch gezielt Counter Speech machen kann. Ein Instrument, das sehr wirksam ist, wo man weiss. Und das ermöglicht uns das erste Mal wirklich statistisch zu erheben, was ist das für eine Art Hass, wen betrifft es und vor allem auch, wer sind Absender. Sind das wenige Kreise? Sind es immer wieder die gleichen, die vorkommen? Oder
ja, woher kommt das? Man weiß sehr wenig. Man vermutet zum Beispiel, Netzcourage hat immer wieder Anzeigen gemacht gegen vorwiegend ältere Herren. Ob das Geschlecht eine Rolle spielt und das Alter, ist eine andere Frage. Vielleicht ist es so einfach ein Faktor von Einsamkeit. Das deutet aber auf den Stammtisch her, den ich vorher erwähnt habe. Jetzt gibt es sagen, ältere Herren. Ja, das Poltern hat schon es gibt ein Bild von einem typischen Absender. Also die Studien, die es gibt, betreffen nicht unbedingt Hate Speech, aber weiss man, wie so die Hass-Mails, die Hass-Botschaften. Der Wutbürger, wo Mails schreibt oder Briefe schreibt. Die Auswertungen, die es gibt, wo irgendwie sich zum Beispiel an Journalisten oder so gerichtet oder an Politiker. Wenn man das auswertet, dann sieht man, die Absender sind meistens älter und männlich, die Empfänger, die Opfer sind vorwiegend weiblich und auch links. Die sind besonders betroffen. Und es sind nicht nur Frauen betroffen, es sind Männer betroffen, vorwiegend dann, wenn sie schwarz sind oder schwul. Ihr als Politikerin, könnt ihr da aus eigener Erfahrung reden? Habt ihr selber oder müsst ihr solche Sachen über euch leider gehen in den sozialen Netzwerken? Deutet ihr sie von dem her eher sogar mit oder wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, wir sind alle besonders ausgesetzt. Als Politiker, Politikerin ist man besonders ausgesetzt und bekommt wahrscheinlich mehr ab. Als Einzelpersonen aber, oder als Privatpersonen, einfach weil wir uns im öffentlichen Raum äußern. Und gerade Frauen sind meistens häufig überdurchschnittlich betroffen. Bei mir häuft sich so wie bei anderen auch nach pointierten Aussagen. Insbesondere im Fernsehen kriegt man Zuschriften, Mails, aber auch Kommentare, dann, wenn Kommentare freigeschaltet werden. Und wir sehen, wir müssen es vielfach später. Genau, man sieht auch, es gibt vermehrt Diskussionen, wo die Kommentarfunktion ausgeschaltet wird, gerade weil man wie weiss vom Thema her, aber vielleicht auch von den Protagonisten her, es wird keine zielführende Diskussion stattfinden, sondern es wird einfach Beleidigungen geben. Und da gibt es gewisse Personen, die sind dann vermehrt ausgesetzt, andere weniger. Ich habe jetzt nicht überdurchschnittlich eine Betroffenheit und ich versuche, Es gibt ja wie die Abwertungen und Beleidigungen zum einen und zum anderen ist einfach teilweise auflädig, respektlos. Das versuche ich zurückzuspiegeln, weil dass ich mit Humor oder mit Empathie antworte oder es vielleicht sogar öffentlich stelle, so unter Wutbürgerbriefen, zum öffentlich machen, was man bekommt und hoffe, dass es mir wie nichts nachgeht. Reagiert man dann auf so Veröffentlichungen, also die Betroffenen? Oder ist man dann eben ruhig und sagt nicht mehr? Üblicherweise nicht. Was man aber beobachtet, ist tatsächlich, wenn Gegenrede stattfindet oder wenn man diesen Absender mit Empathie oder mit Humor das zurückspiegelt, was man beobachtet, ist, dass sie nach einer längeren Zeit durch ruhig bleiben. Also es ist durchaus Gegenrede aktiv, dem etwas entgegensetzen, hat eine Wirkung. Also man sollte es nicht unwidersprochen lassen. Zum einen, was der Absender betrifft, zum anderen, was die Mitlesenden, gerade wenn es eben im Newsportal ist, wo andere mitlesen, wenn es auf den sozialen Medien ist, wo jemand mitliest, sollte man es widersprechen. Wunderbar. Ich begrüße die Sendung inzwischen Sanja Ameti, Vorstand Operation Libero. Darf ich euch jetzt schnell da rüber bitten? Wunderbar. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr das geschafft habt. Auf die andere Tischseite rüber, genau hier. Die Seite wegen der Kameraeinstellung, genau. Wunderbar, merci vielmals. Schön, seid ihr da. Wir sind schon mit im Thema. Frau Bertsch hat vorhin auch noch so ein bisschen aus ihrer Erfahrung geredet als Nationalrätin. Ich schlage den Bogen gleich, dann gehen wir mit dem Thema ein bisschen weiter. Wie sieht es mit euch aus, Frau Ameti? Seid ihr dem, wo wir darüber reden, nämlich Hass im Netz, selber auch schon ausgesetzt gewesen? Ja, mehrfach. Wöchentlich eigentlich, ja. Also aus der eigenen Erfahrung muss ich erzählen, als ich angefangen habe, Politik zu machen. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch von Natur aus und ich habe auch sehr impulsiv einmal Sachen geschrieben auf Social Media oder irgendwelche Fotos auf Instagram und so. Und dann habe ich gemerkt, und ich glaube, das geht ganz vielen, vor allem jungen Frauen so, dass man dann irgendwann so ein bisschen mit der Selbstzensur anfängt, weil man genau weiss, wenn ich den Post nicht dreimal überlegt habe, nicht mit mindestens drei Kollegen abgesprochen habe,
Dann droht mir ein Shitstorm, dann weiss ich ganz genau, was auf mich zukommt. Und das führt aber dazu, dass ich mittlerweile alle meine Posts von anderen anschauen lasse und eigentlich immer eine Due Diligence mache, bevor ich etwas poste. Ja. Also, weil andere sich ungehemmt entladen im Netz, werden Leute wie dir quasi in den Äußerungen, eigentlich auch, hat auch etwas mit Meinungsfreiheit zu tun, plötzlich eingeschränkt, weil man sich erst mal überlegt, sage ich jetzt überhaupt etwas? Und lasse ich etwas überhaupt verlautbaren? Das kann es ja im Umkehrschluss auch nicht sein. Das ist ein bisschen paradox, weil die gegen Regulierung sind für Social Media, ich bin auch dort sehr vorsichtig, was Meinungsfreiheit betrifft. Also ich finde nicht, dass wir sollten zu stark regulieren, damit wir halt eben die Meinungsfreiheit der Menschen nicht einschränken. Und das sind halt vor allem die Leute, die dann finden, ja, meine Meinungsfreiheit, da darf ich mich ja gar nicht äußern, wenn ich ständig muss vorsichtig sein im Umgang mit anderen. Dann muss ich aber sagen, die andere Seite ist eben auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man sich plötzlich nicht mehr getraut, Sachen zu sagen, weil man eben Angst hat vor gewissen Hasskommentaren oder Beleidigungen und so weiter und so fort. Also die Meinungsfreiheit ist auf beiden Seiten eingeschränkt. Ich finde aber schon noch, wenn ich schnell eingreifen darf, Hass ist wie keine Meinung. Das stimmt. Und Meinungsäußerungsfreiheit wird eingeschränkt von der Person, die beleidigt wird und nicht umgekehrt. Also man kann nicht abwerten, haten. Das hat nichts mehr mit einer Diskussion zu tun, sondern das ist eine gezielte Beleidigung. In vielen Fällen ist sie sogar strafrechtlich relevant. In einigen Fällen nicht. Zum Beispiel, wenn wir keine Sexismusstrafnorm haben, kann man Frauen einfach beleidigen. Aufgrund von ihrem Geschlecht, etwas, das häufig gemacht wird. Und dann ist es ja so, dass die Personen, die betroffen sind, die ziehen sich häufig zurück aus der Öffentlichkeit. Sanja sagt jetzt, ich überlege mir, was ich überhaupt noch poste. Aber es gibt viele andere, die sagen nachher, das ist mir eigentlich zu blöd. Ich mache mich nicht dieser Öffentlichkeit und diesen Beleidigungen, diesen Abwertungen aussetzen. Und wenn das gezielt eine Bevölkerungsgruppe viel stärker betrifft, und das ist, was man vermutet, dass gezielt junge Frauen oder gezielt Frauen in Machtpositionen auf ihren Platz verwiesen werden, indem sie gezielt abgewertet und beleidigt werden, dann hat das ja, ist das die Meinungsäußerungsfreiheit von der einzelnen Person, die eingeschränkt wird. Aber es hat natürlich auch für systemische Effekte für die ganze Gesellschaft, weil wie eine Gruppe von der Bevölkerung eigentlich wie aus der Öffentlichkeit, aus Machtpositionen verdrängt wird, weil sie sich das wie nicht antun wollen. Wir kommen ja noch so über das zurück, weil eigentlich so die Welt, die digitale, die virtuelle Welt ja uns auch noch zur Verfügung stand und eigentlich unser Leben erweitern schränkt. Das ist nicht gut. Wir kommen noch schnell auf die Opfer zu sprechen. Wenn wir das dazu schon ein bisschen näher bringen, mit was sind die Opfer konfrontiert, wie weit das, kann das gehen? Es gibt ja verschiedene Arten. Wir haben einerseits, sage ich mal, die Leute, die beispielsweise belehrend auftreten und sagen, nein, du hast nicht recht, das ist so und so. Nach dem dritten Kommentar ufern sie Beleidigungen aus und nachher ist es gemacht. Und es gibt andere Leute, die sehr gezielt richtig Mobbing gehen und Mobbing ausüben im Netz für eine Person klein zu machen, Arbeit zu machen, bis sogar noch unter Einbezug von anderen. Wie können wir denn ganz konkret gegen solche Leute im Netz vorgehen? Was haben wir für Mechanismen? Was braucht es für Regelungen? Ich habe vorhin gesagt, bei den Regelungen sollte es ja nicht zu viel sein. Was kann man überhaupt machen in dem weltweiten Internet, dass sich die Situation verbessert? Also, ich muss mich zuerst ein bisschen mit meinem juristischen Hut ausholen. Die Ausnahme von der Meinungsfreiheit, also die strafrechtliche Ausnahme vor allem, wenn es strafrechtlich relevant wird, und das ist eben Hass, größtenteils, das ist eine sehr eng gefasste Ausnahme. Und es gibt ganz viel, wie es Kathrin auch schon gesagt hat, Bereiche, wo es so ein Graubereich ist, unterschwellig genau, Sachen, aber nicht direkt Konflikte sind, zwar nicht gar nicht gemeint. Wo einen Einfluss hat auf quasi die betroffen sind von dieser Aussage. Und dort ist die Frage, muss man, also auf das habe ich mich bezogen, das ist so der Graubereich, will man den regulieren, muss man den regulieren? Das ist eine heikle Frage, eben gerade weil es um die Meinungsäußerungsfreiheit geht, wo dann auf beiden Seiten ein Problem wird.
Aber dort stelle ich mir einfach die Frage, gut, das Hass im Netz, das ist nicht anders gross wie ein Hass in der echten Welt. Und Hass ist menschlich. Das ist so banal. Es tut mir leid, dass ich so eine Antwort geben muss, aber das ist banal. Und Hass ist menschlich. Und dann müssen wir uns fragen, warum ist es aber einfacher im Netz zu hassen als in der realen Welt? Und dort ist die Begründung, dass halt im Netz die Distanz die Distanz gibt, wo es verunmöglicht, dass man Empathie zum anderen Menschen aufbaut. Ja, ich sehe euch nicht. Genau. Ich mache mit, aber was mir langt, dann gehe ich weg. Oder? Und das ist eine gewisse Entmenschlichung vom Gegenüber. Man sieht den Menschen nicht. Und da können wir Parallelen ziehen. Wie ist es, wenn wir in der echten Welt Leute entmenschlichen, um sie zu hassen? Das ist viel passiert, wenn wir Geschichte anschauen. Wenn wir gewisse Reden von Politikern anschauen, das passiert ein klassisches Beispiel. Man tut es gegenüber als Ungeziefer degradieren, entmenschlicht es und dann kann man gut hassen. Also das ist wie so, man muss die Empathie zuerst wegtun und dann kann man den Hass ausleben. Und das machen die Menschen, das ist einfach so. So gut sie sind, so schlecht sind sie. Und das ist eben das, was im Netz, aufgrund von der Architektur des Netz, eigentlich schon gegeben ist, die Entmenschlichung. Und dann müssen wir uns fragen, was können wir machen, um wieder das menschlicher haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich reagiere gerne mit Humor. Da ist zum Beispiel Taiwan ist mein Vorbild in dem Sinn. Taiwan hat so einen Leitsatz, der von der Regierung kommt: Humor over Rumor. Und wenn jemand beleidigt wird oder wenn jemand degradiert wird und so weiter und so fort, dann hat die Regierung stellt Memes zur Verfügung, wo man dann kann mit diesen Memes darauf antworten kann. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die viel schwieriger ist, als mit Humor zu reagieren, ist, um mit der eigenen Verletzlichkeit zu reagieren. Und das Stichwort, die Verletzlichkeit zeigen, braucht viel Überwindung, braucht viel Mut. Aber ich glaube, im Endergebnis, und ich versuche das immer wieder, es kostet auch nicht viel Überwindung. Aber wenn ich mich verletzlich zeige auf einen bösen Kommentar, dann ist die Erfahrung zumindest meine, dass dann das Gegenüber auch merkt, ich habe es mit einem Menschen zu tun. Und dass dann so die menschlichen Instinkte von Achtung vom Gegenüber wieder zum Vorschein kommen. Ja. Kann ich noch mal schnell den Bogen zum Anfang des Gesprächs führen? Wir haben der eine ist wie, oder? Man ist ausgesetzt. Das ist man nicht sonst. An einem Stammtisch kannst du aufstehen und den Raum verlassen. Und weiter bekommst du nicht mehr mit und dann gibt es auch keine Absender mehr. Und das andere ist halt die Mitlesenden, die betroffen sind. Und das ist wie der Faktor, der nachher für eine ganze Gesellschaft destabilisierend kann wirken kann. Und wir haben gewisse strafrechtlich relevante Tatbestände. Das ist dann, wenn es sich Hass gegen eine ganze Personengruppe richtet, Herkunft, Geschlecht, Religion, sozialer Status. Geschlecht ist wie nicht, hat keinen Strafbestand, Norm, aber sonst die anderen. Das ist alles, was unter Hate Speech fällt und was häufig strafrechtlich relevant ist. Aber genau dann, wenn es eben der Graubereich ist, dann ist wie die Frage, wer ist jetzt zuständig? Und es kann wie nicht sein, dass die Opfer das Problem selber müssen lösen. Es ist zum einen eine Frage, was die sozialen Medien oder insbesondere Newsplattformen, was die aufschalten. Und dort müssen sie strenger werden. Brauchen sie vielleicht auch technische Hilfsmittel? Genau. Und dort ist halt einfach die Frage, die Menge ist fast nicht bewältigbar. Darum gibt es technische Hilfsmittel. Wir selber entwickeln, die Allianz F entwickelt so ein technisches Hilfsmittel, so einen Algorithmus, der das relativ gezielt aufspürt. Das hilft, wird helfen in Zukunft. Das ist wie das eine. Und das andere ist halt, all die Mitlesenden sind wie Teil. Können Teil dieser Lösung sein. Das heisst, sie können mit Counter-Speech reagieren. Es muss ja nicht die betroffene Person eigentlich müssen reagieren, sondern viel wirksamer ist, wenn es die Mitlesenden zurückspiegeln. Wie reagieren mit Humor? Empathie ist etwas, wo also nicht, sehr sie viel Courage gut. Im genau. Das braucht es genauso wie sonst im öffentlichen Raum ja auch. Ich meine, wenn wir irgendwie Tram fahren und es wird jemand rassistisch beleidigt, kann man sich fast nicht vorstellen, dass niemand aufsteht und wie die Person zurechtweist und einschreitet. Und genau das passiert aber im Netz. Das findet unter Umständen wie nicht statt. Und dort ist die grosse Hebelwirkung, die wir haben. Aber ich habe vorhin gespürt, dass es trotzdem auf gesetzlicher Ebene für dich noch zu wenig hat, beziehungsweise Gebiete, die ausklammert sind, wo man irgendwie muss, auch Regelung auf dieser Ebene finden muss, oder?
Es ist wie die Frage, wenn wir zum Beispiel Deutschland anschauen, dort gibt es wie die Regelung, dass soziale Medien innerhalb von 24 Stunden alles müssen entfernen müssen. Ich weiss wie nicht, ob das taugt, wenn man Justiz auslagert, eigentlich an ein privates Unternehmen. Finde ich schwierig. Ich finde eher, es braucht viel mehr Mittel in Prävention. Es braucht technische Lösungen, so wie sie entwickelt werden. Und die technischen Lösungen, es ist natürlich schon so, dass der Bund und auch die Kantone die technischen Lösungen brauchen. Dass sie, es ist ein Offizialdelikt vielfach, dass sie gegen die Formen von Hass, die Offizialdelikte sind, automatisch können vorgehen und nicht die selber auch noch gemeldet oder unentdeckt bleiben. Und wie dort habe ich das Gefühl, dass technische Lösungen können extrem viel helfen können. Und der Bund hat aber in diesen Bereichen hat er Aufholbedarf. Gehen wir noch mal zurück schlussendlich auf die Leute, die das machen im Netz, die Hate Speech machen und so weiter. Ich möchte die Pandemie neu zu Pferd führen. Wir sind immer noch in dieser Pandemie drin. Corona hat uns neben der Pandemie auch noch viel Angst gebracht, was auch nicht schön ist, dass sie Debatten, die zusätzlich entstanden sind. Das ist normal ein schärferer Ton, den ich im Netz punkt dieser Thematik verfolge und vor allem auch im Politischen. Also es sind ja zum Teil auch politische Exponenten oder Gruppierungen oder sogar Parteien, die einen Ton anschlagen gegenüber anderen, die so natürlich vorher auch nicht da waren, wo ich finde, wenn es darum geht, etwas vorzuleben, kann das ja nicht die richtige, das ist ja kein Vorbild. Nein. Absolut nicht. Und das ist eine Tonalität, die sich überträgt, oder? Wo man wie, wer das wahrnimmt und das wird nicht widersprochen, dann denkt man wie, okay. Der darf ja. Der darf ja als Mutbürger, ja, weil die machen es ja. Und das verschiebt natürlich nachher einfach die Grenze vom Tolerierbaren und Akzeptierbaren. Und wer sich mit dem politischen Campaigning auskennt, weiss, wie, das ist ja immer, was man wie versucht, die Grenze auch zu verschieben im Sinne von, was sie narrativ, wie tut man etwas bildhaft darstellen und genau mit Hass, wo sich gegen eine bestimmte Gruppe die Bevölkerung richtet, verschiebt man natürlich, verschiebt man die Narrative, verschiebt man die Bilder, verschiebt man den Raum vom Akzeptierbaren und da müssen wir entgegenhalten. Wir haben vorhin noch ein bisschen von diesem Stammtisch, wer macht das, wer verübt das im Netz? Katrin Bertsch hat vorhin gesagt, laut ihren Dingen sind es ältere Herren, die das machen, vorwiegend. Sind es denn digital affine Leute eben in der jüngeren Generation, die das so machen, oder sind es eben genau die nicht, sondern sind es Leute, die irgendwo durch mit der linken Hand das Internet noch mitgenommen und auch Computer, neue Technologie und da innen kann nichts? Was sind da Erfahrungen? Es sind insofern schon Leute, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind. Also so Leute, die nicht Millennials sind, so 50 plus, meistens männlich. Das sehe ich auch sehr stark, wenn ich so schaue, wer das wie antwortet auf die Sachen, die ich mache. Und ich glaube, das ist, die Jungen wachsen so ein bisschen mit dem auf, aber sie wissen ganz genau, wenn ich so Sachen poste, dann droht mir das. Und wenn ich so Sachen poste, dann ist es okay. Und man tut sich eigentlich immer, man schaut ja nicht, also es muss alles, das Bild muss perfekt sein, der Satz muss perfekt sein. Und die Jungen achten mega auf das. Was die genauen Gründe sind, kann ich auch nicht sagen. Aber ich vermute mal, es hat halt damit zu tun, dass man schon mit dem aufgewachsen ist. Während hingegen die Eltern sich dem Stammtisch, der Stammtischdynamik wahrscheinlich mehr gewöhnt sind und das eigentlich gar nicht gelernt haben, dass wir im Internet oder gar nicht dem ausgesetzt gewesen sind, sondern dann einfach sich keine Sekunde überlegen, was sie sagen und darauf los schiessen, wie sie es eigentlich vor 20 Jahren auch schon gemacht haben. Ja, aber genau. Also man hat natürlich, es hat nicht nur mit der gewissen Distanz im Internet zu tun, sondern mit Verhaltensmustern, wo Generationen prägend waren, die heute anders sind in der Gesellschaft, die wir uns heute bewegen. Ja. Also Leute, die zum Beispiel sagen, jetzt tu doch nicht so, das kann man ja wohl noch sagen, oder das darf ja wohl noch kundtun, aber eigentlich verpasst haben, dass wir eine gesellschaftliche Veränderung irgendwo haben, wo man das eben nicht mehr macht. Es kann sein, dass es ein Faktor ist. Ich habe das nicht empirisch untersucht, aber auf der anderen Seite kann es ja nicht sein, dass die junge Generation mit dieser Selbstzensur muss aufwachsen muss, oder? Also wieso kann eine Frau nicht gleich wie ein älterer Mann
impulsiv sein, wie man es früher am Stammtisch gemacht hat. Das ist die grosse Frage für mich. Und da möchte ich gerade einhängen mit noch ergänzen. Klar, es braucht technische Mittel dazu, es braucht aber auch eine Kulturänderung von uns. Also was ist unsere Kultur im Netz? Also wie, dass wir den Anstand, die Kultur, die zivilisierten Umgangsformen so miteinander haben, die müssen wir im Netz lernen. Das ist neu, das müssen wir lernen, das müssen wir aufbauen. Aber das Dritte ist eben auch die Haftung der Social-Media-Plattformen. Es kann nicht sein, dass wenn eine Social-Media-Plattform absichtlich den Algorithmus so hat, dass der Algorithmus die, sagen wir mal, die feurigen Sachen so ein bisschen künstlich pusht, weil er ganz genau weiss, so verbringen die Leute mehr Zeit auf meiner Plattform und so verdiene ich mehr Geld. Wenn sich jemand entscheidet, das künstlich zu pushen, um mehr Geld zu verdienen, dann hat der Betreiber eine Verantwortung. Und die Verantwortung muss sich abbilden in den Gesetzen als Haftung. Oder? Und das ist schon vielfach entschieden worden von gewissen Gerichten, also auch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wo Facebook haftbar gemacht hat für Hasskommentare, die andere gepostet haben, die nachher künstlich reproduziert worden sind. So. Und auch, also für mich ist klar, dass man auch dort muss ansetzen muss. Es kann nicht sein, dass die Facebook-Whistleblowerin, das kommt nicht von ungefähr, wenn sie sagt, Facebook ist mit dran schuld, Frances Haugen, dass sie sagt, Facebook ist unter anderem mit dran schuld an den bewaffneten ethnischen Konflikt. Und das stimmt. Und insofern haben die Betreiber eine Verantwortung, die sich auch gesetzlich widerspiegeln muss. Schauen wir noch mal dorthin, auf die, was trifft, auf die Opfer, Frau Berg, Katrin, Entschuldigung. Wenn es mich trifft und ich bin dem ausgesetzt, wie soll ich reagieren? Was kann ich machen? Wo kann ich hergehen? Bei wem kann ich mich machen? Darf ich noch mal schnell zu den Tätern, zu den Abfällen? Auf jeden Fall. Bevor ich zu den Opfern komme. Ich wäre zurückhaltend, den Kreis so eng einzuordnen. Es sei, man mutmaßt vor allem ältere Herren, aber vielleicht ist der Faktor Einsamkeit und ist der Faktor sozialer Hintergrund und ist der Faktor Bildung fast relevanter als Alter und Geschlecht. Mhm. Und ich denke, die gezielte Denunzierung, der gezielte Hass, der gestreut wird, wo ganz bewusst gewisse Personen oder Bevölkerungsgruppen abwerten will, da könnte ich mir vorstellen, dass das wo andere Absendergruppen sind. Das sind häufig sehr wenige. Die das gezielt organisieren. Wir werden eine Studie veröffentlichen nächsten Frühling, wo wir ein bisschen mehr aufzeigen, was für Arten gibt es, wie viele Absender, was ist Quantität überhaupt und wie kann man sinnvollerweise dagegen vorgehen. Und damit wären wir bei den Opfern. Also, wenn die Zivilgesellschaft Gegenrede betreibt, ist das etwas, das sehr wirksam ist für die ganze Gesellschaft, für den Dialog im Internet. Das ist sicher eine der wirksamsten Massnahmen, auch was Prävention anbelangt, was Jugendliche mitbekommen, was gang und gäbe darf sein, ihre Tonalität und wie man miteinander umgeht. Das tut wie übergreifend grosse Kreise sensibilisieren. Also die Gegenrede zu machen, ist total wichtig. Und auch die technischen Lösungen zu haben, dass das überhaupt ermöglicht wird. Jetzt die Opfer selber. Es gibt mittlerweile glücklicherweise gibt's Hilfsangebote. Es gibt die 23 Fachstellen von den Kantonen, glaube ich, die Rassismusopfer im Netz auch beraten. Das ist wie das eine. Das andere ist Netzcourage, wo ganz gezielt und akut kann eingreifen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man betroffen ist, systematisch oder einfach in einem größeren Umfang, dass man das Problem übergibt und löst, dass das alles abfotografiert wird, weil es strafrechtlich könnte relevant sein und angezeigt könnte werden. Und dort, wo es ein Graubereich ist, wenn man sich Hilfe holt und das tut zurückspiegeln, entweder oder also wie tut Rückmeldung geben, dass die Personen nicht weiterhalten, zum einen, und zum anderen einfach sich vorübergehend leider aus den
Kanäle ein bisschen verabschieden, bis die Hasskommentare, die einem selber betreffen, gelöscht werden. Es gibt mittlerweile Hilfsangebote, aber sie sind sicher noch an einem kleinen Ort. Und die Prävention ist auch noch. Ja, das ist noch weiter Weg zu gehen. Es ist eine grosse Herausforderung. Ich habe es vorhin gesagt bei Facebook. Es ist ein Weltkonzern, es sind Weltkonzerne inzwischen. Wer macht schlussendlich was? Also sind es wir als Schweiz, die mit ihnen schauen müssen? Ist es eine globale Lösung, die man mit anderen Staaten finden muss? Was ist da wünschenswert als Vorgehensweise? Weil schlussendlich nützt es ja nichts, wenn wir eine Schweizer Regelung haben, die Facebook muss einhalten muss. Aber ich bin mich schlussendlich näher von das, was in Deutschland oder Österreich oder in unseren Nachbarländern passiert, ja gleich plötzlich ausgesetzt irgendwie. Es gibt beides. Es gibt einzelne Länder, die Facebook reguliert haben. Taiwan zum Beispiel. Die haben das ganz allein haben die gesagt, nein, Facebook haftet für so Sachen, fertig. Es gibt aber auch regionale Regulationen. Die EU ist ganz, ich würde mal sagen, vorne dabei, wenn es darum geht, dass man Facebook reguliert. Ist jetzt gerade wieder dabei, nachdem Frances Haugen das bestätigt hat, dass Facebook mit diesen Algorithmen operiert, und zwar bewusst. Dort werden die Regeln geschrieben. Die Schweiz ist nicht Teil von der EU und ist auch nicht so angelehnt an der EU, noch nicht zumindest. Und, aber dort wird es für uns eine Frage sein, übernehmen wir die Regulationen, macht das Sinn für uns, dass wir die EU-Regulationen übernehmen oder müssen wir wie Taiwan etwas Eigenständiges machen? Das wird so die grosse Frage sein. Ja. Wie werdet ihr in Zukunft mit Social Media umgehen? Ihr habt vorhin gesagt, im Eingangsgespräch überlegt sich auch zum Teil, was man wie tut, posten. Was wird das für euch bedeuten in Zukunft? Werdet ihr sagen, ich werde mich grundsätzlich, weil ich will auf das nicht verzichten, ich lasse mich sicher nicht einschüchtern. Wie sieht das aus? Jetzt in meinem Fall spezifisch muss ich klar sagen, Social Media ist ein Arbeitstool. Und ich schaue auch, dass ich es als Arbeitstool behandle. Das heisst, es ist immer eine nötige Distanz zu mir als Person. Oder ich brauche das als Politikerin, nicht als ich. So. Das ist immer ein wichtiger Unterschied zu machen. Es ist bei anderen Frauen nicht so. Also, es gibt ganz viele Leute, ich bin 5% Politiker in der Schweiz, Politikerinnen. Die Mehrheit macht das nicht. Die Mehrheit braucht es als sie, als Person. Für mich ist es ein Lernprozess. Aber auch, ich habe das, was Kathrin vorher gesagt hat, ich bin auch sehr angewiesen auf Unterstützung. Also ich habe mittlerweile eine Gruppe auf allen Social Media Kanälen von Freunden, Freundinnen aus meiner Organisation, aber auch, wenn ich sehe, hey, jemand ist da am Haten gegen mich, dann schicke ich den Post in die Gruppe und dann sehen das die Leute und helfen mir. Und ich würde das jeder Frau, also es ist eigentlich traurig, dass ich das jeder Frau empfehlen muss, oder auch Männer sind betroffen, das ist nicht so klar. Aber ich habe mir Gruppen aufgebaut auf allen Plattformen, wo ich schnell Unterstützung finden kann. Ja, es ist vorübergehend nötig, hoffe ich. Aber ich hoffe, dass es nur vorübergehend so ist. Kathrin Bertschi, wie siehst du die Zukunft von dir selber auf Social Media? Und was wünschst du dir am Schluss von diesem Gespräch? Hey, für mich ist es mehr, ich bin nicht so stark aktiv auf Social Media. Schon beruflich und aber zurückhaltend. Für mich ist es ein Forschungsinteresse. Ich finde das Phänomen extrem interessant, also interessant im beängstigenden Sinn. Und es ist ein Phänomen, das wir unbedingt lösen müssen, für eine gute Demokratie zu haben. Und für mich ist es wird mich weiterverfolgen als Forschungsprojekt. Und ich freue mich total darauf, dass wir eigentlich mit den besten Wissenschaftlern von der Schweiz, von der ETH zusammenkommen. Den Algorithmus entwickeln, eine technische Lösungen entwickeln, gleich schon werden können, Studienzahlen, Statistiken veröffentlichen, uns auch den Weg werden zeigen, wie geht man sinnvollerweise mit diesem Phänomen um, welche Gegenredstrategien sind erfolgsversprechendsten und natürlich ein Hilfsmittel haben,
die ein Newsportal werden können brauchen, wo hoffentlich auch der Staat wird können brauchen, zum ganz konkret gegen Hate Speech vorzugehen. Wunderbar. Merci vielmals für das Gespräch. Das war das bei mir im Chaos-Studio, Katrin Bertschi und Frau Mäthi. Danke. Ich wünsche einen schönen Tag. Meine Damen und Herren, das war es zum Thema Hass im Netz. Hoffen wir, dass dort doch in Zukunft einiges passiert und einiges besser wird. Bei uns hier im Chaos geht es in Kürze weiter mit dem Thema, wie erreichen wir Migranten und Migrantinnen besser in dieser Pandemie. Spannende Gesprächsrunde mit Karin Fluder und dem Aysel Korkmaz. Bis nachher gerade. Danke.